Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei den Babyloniern im Jahr 6000 vor unserer Zeitrechnung und damit fängt bei uns die Antike schon sehr, sehr früh an. Vielleicht hätten wir uns doch noch ein bisschen mehr Zeit lassen sollen in der Steinzeit, aber nein, die anderen haben dies auch nicht getan. Wir gehen mal eine Runde weiter. A first emblematic quarter. It's a symbol of power and a lasting memory of this era. Go ahead, be smug. Ja, vielen Dank. Warum heißt das eigentlich ein symbolisches Stadtviertel? Es ist doch ein echtes Stadtviertel. Das verstehe ich nicht ganz. Gut, in Babylon haben wir auch noch an Bevölkerung zugewonnen. Dort leben jetzt 3 Pops. Und ein anderes Reich hat das Great Blue Hole gefunden. Außer war das Plündern erfolgreich. Okay, ich habe aber gesehen, dass es ein Ereignis gab in der Stadt und dem widmen wir uns jetzt mal zuerst. Oh, Reichsgründung. Worauf begründen wir unsere Herrschaft? Das ist natürlich jetzt eine entscheidende Frage. Wir können unsere erste politische Entscheidung treffen. Und da schauen wir uns natürlich mal die Details an. Also entweder Naturrecht oder göttlicher Auftrag. Ja, Glaube oder Einfluss ist hier die Frage. Also, es gibt zwei Dinge. Einmal gibt es ein Effekt durch diese Verordnung selbst. Das ist diese Geschichte, die ich eben nannte. Glaube oder Einfluss. Das hat natürlich mit diesem hier zu tun, mit dieser ganz konkreten Verordnung. Und dann gibt es einen Effekt auf der politischen Skala zwischen Tradition und Fortschritt, auf der wir uns bewegen. Und beides muss man abwägen. Tradition bringt, wir schauen mal, am Ende, wenn man hier im Maximum angekommen ist, Glaube, während Fortschritt Wissenschaft bringt. Da wir als Babylonier eine Wissenschaftsnation sind, würde ich sagen, ist das jetzt relativ klar. Allerdings müssen wir 85 Einfluss ausgeben, um das Ganze zu finanzieren. Nein, stopp, wir haben 85 Einfluss, wir geben 10 Einfluss aus, um das zu finanzieren. Das wird immer teurer. 10 Einfluss können wir uns auf jeden Fall leisten. Sehr schön. Und gehen dann in Richtung, schaut mal, in der Mitte bekommt man 10 Stabilität. Hier in dem Bereich 5 Stabilität, aber immerhin plus 5% Wissenschaft. Wir verlieren also Stabilität, wenn wir uns in eine der extremen Richtungen bewegen. Ich mache es aber trotzdem. 5 Einfluss finde ich auch ganz gut. Wir erlassen das Naturrecht. Wir beanspruchen unser angeborenes Recht auf Herrschaft über das Land. Why was this even a question? Let's keep it simple. We've been here. It's our place. Genau, wir waren schon immer hier und so weiter. Okay, sehr, sehr schön. Und das bedeutet, wir müssen für Babylon entscheiden, wie wir weitermachen. Und ich denke, gerade weil Einfluss so wichtig ist, auch für die Expansion, machen wir mal weiter mit der Töpferei. Das bringt uns dann nämlich nochmal 4 Einfluss. Eine Runde ist das nur. Und außerdem gehe ich weiter ganz knallhart auf Nahrung, um noch schneller größer zu werden. So, was wir in der nächsten Runde machen, entscheiden wir in der nächsten Runde. Jetzt kommen wir erstmal zu unseren Einheiten. Ja, mit der wollten wir hier runtergehen und dort den Außenposten gründen, wenn ich mich recht entsinne. Das machen wir auch. Mal gucken. Oh, da ist schon wieder. Ich glaube, heißt es das Mammut? Halt, aber hier hätten wir runter. Nee, aber wie kommen wir da unten hin? Wir wissen es nicht genau. Passt auf, dann holen wir uns erstmal das. Okay, das ist der Weg runter. Dann gehen wir jetzt auf den Fluss. Holen uns erstmal diese Kuriosität. Ein alter Schatz, den wir dort gefunden haben. Plus 20 Gold und gehen dann in der nächsten Runde hier so runter. Falls nicht das Mammut uns wieder im Weg steht. Jo, okay. Was sehe ich hier? Wir haben noch eine Verordnung, die wir erlassen können. Ist das richtig? Ah, Legitimierung. Schaut mal. Wir haben. Ja, wir können gleich 2 Gesetze verabschieden. Welche Gesetze erlässt das Reich? Also 2 Verordnungen. Gewohnheitsrecht oder kodifiziertes Recht? Hier ist es wieder so, dass auf der einen Seite das Ganze in Richtung Tradition, auf der anderen Seite in Richtung Fortschritt geht. Beim Gewohnheitsrecht reduzieren sich die Kosten auf Außenposten errichten. Hier minus 20% auf Außenposten angliedern und minus 20% auf Stadteingemeindenkosten. Das heißt also, hier geht es eher darum, dass man dann
die Städte subventioniert, dass die günstiger werden. Hier geht es eher darum, dass man in der Fläche sehr schnell ausgreifen kann. Da wir im Moment noch keine andere Fraktion getroffen haben und da wir in Richtung Fortschritt gehen wollen, werden wir das kodifizierte Recht einführen, wenn wir dann die 16 ausgeben wollen. Aber ja, wir haben jetzt einiges für viel Einfluss getan, das können wir machen. Also Gesetze werden debattiert, klassifiziert und für alle Ewigkeit kodifiziert. Das erlassen wir. Just imagine, once you discover writing, you can literally throw the book at them. Okay. So, gut, dann können wir das verlassen und widmen uns wieder unseren Einheiten hier oben. Ja, ich wollte, glaube ich, tendenziell wieder in diese Richtung abdrehen, damit wir hier dann noch einen weiteren Außenposten etablieren. Dazu müssen wir jetzt hier weitergehen. Die Gegend kennen wir eigentlich schon, aber wir können diesen Lagerplatz noch plündern, das ist ganz gut. Das dann erst das nächste Mal. Dann haben wir hier, die eine Einheit, die wir auflösen wollten, um sie anzugliedern. Genau, hier. So, dann sind wir bei 4 Bevölkerung. Und auch das werde ich hier wieder hinbringen. Und da sind wir im Übrigen jetzt beim Maximum der Bauern angekommen. Ja, sehr schön. In 5 Runden kriegen wir hier die nächste Bevölkerung. Warum dauert das jetzt 2 Runden, die Töpferei? So eine Runde. Hat sich da irgendwas verändert? Bin mir nicht ganz sicher. Nun gut. Ich will die aber in einer Runde haben. Dann bleiben wir tatsächlich bei Industrie. Okay. Gut. Also das hat hier übrigens erfolgreich geklappt, diesen Bau zu plündern, ohne dass wir hier unsere Einheit irgendwie verloren haben oder riskiert haben. Das ist doch schön. Die andere wird dorthin gehen, das heißt, wir werden hier mal zur Küste vorstoßen und da weiter an der Küste entlang erkunden, wenn wir sie dann finden, die Küste. Hier scheint sie zu sein, ich will aber nicht wieder zurückgehen. Na gut, dann müssen wir da auch bis zur nächsten Runde warten und hier gehen wir ebenfalls an der Küste weiter. Und die Frage ist, geht der Kontinent hier noch weiter oder ist er zu Ende? Das ist die große, spannende Frage. Sieht im Moment so aus, als ob er da zu Ende ist. Aber ganz sicher wissen wir es erst, wenn wir auf diesen Berg geklettert sind. Und das ist in der nächsten Runde soweit. Was sehe ich denn hier? Wir haben doch Pferde in der Nähe. Haben wir die jetzt erst entdeckt oder habe ich die bisher immer übersehen? Das ist gut. Na gut, aber noch nicht in der Reichweite unserer Städte. Also ich würde tippen, dass hier tatsächlich das Meer ist. Und damit haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, wie ich finde. Wir können diesen ganzen Teil sehr schön abriegeln. Wir gucken mal. Stadtverteidigung haben wir erforscht. Mit Dauer. Wer kommt da denn bitte an? Oh mein Gott, okay, alles klar. Das sind sowas wie, ich glaube, Unabhängige, mit denen wir es hier zu tun haben. Das ist keine andere Fraktion. Naja, schauen wir uns gleich an. Wird aber hier offenbar spannender als gedacht. Mit dauerhaften Siedlungen kommt der Wunsch nach Schutz und Verteidigung auf. Die frühesten Ideen sind einfach, aber effektiv. Also, wir gucken uns mal die Garnison an. Sie bringt Stabilität und +1 Kampfkraft im Kampf für an den Bezirk angrenzende, im Bezirk befindliche Einheiten. Das heißt, wenn eine Stadtbelagerung stattfindet, dann hilft uns die Garnison auch. Aber es kann auch außerhalb der Stadt, glaube ich, sogar sein. Nun gut, die Palisaden geben Befestigung für die Städte und dann kriegen wir hier eben Krieger. So, und was sind das für Leute jetzt? Das sind Kassiten. Söldner. Okay, aber wo die herkommen, wo die wohnen, hätten wir nicht deren Siedlung irgendwie entdecken müssen? Das sind schon Speerkämpfer. Also wenn die uns angreifen, haben wir ein echtes Problem. Okay, sie sind gleichgültig. Und jung. Ah, dieses Volk hat keinen Außenposten und keine Stadt. Das heißt, die werden jetzt möglicherweise gleich einen gründen. Und dann müssen wir entscheiden, wie wir uns zu diesen verhalten. Ob wir friedlich mit ihnen umgehen, ob wir sie angreifen. Ah, es ging tatsächlich noch ein bisschen weiter. Aber hier ist dann Schluss.
Und darüber bin ich nicht unglücklich, hatte ich schon gesagt. Wir werden trotzdem bis zur Spitze dieser Halbinsel gehen, um wirklich so weit es geht aufs Meer hinauszuschauen. Und wir sehen, Land ist nirgendwo weiter in Sicht. Ah, schön, dieser Küstenverlauf. Das Eis ist hier weit im Süden unseres Kontinents. Okay, die haben wir. Wir gehen mal zu den anderen Einheiten hier. Wie gesagt, wollten wir runterlaufen. Das Feld kannten wir noch gar nicht. Da ist noch eine Zuflucht. Die erreichen wir leider nicht in dieser Runde. Ich würde sagen, die Gründung des Außenpostens ist mir erstmal wichtiger. Danach können wir zur Zuflucht gehen. So, hier oben. Genau, da können wir hier noch was abfassen. Das ist doch hervorragend. Das finden wir noch. Auch ein alter Schatz plus 20 Gold. Und auch hier erreichen wir den Lagerplatz nicht mehr in dieser Runde. So, und hier unten versuchen wir weiter dem Küstenverlauf zu folgen, mussten aber jetzt erstmal den Fluss betreten. Okay, das heißt, wir kümmern uns als nächstes um unsere Stadt. Dort ist gebaut worden die Töpferei. Finde ich übrigens hervorragend vom Design, dass man hier sieht, was zuletzt gebaut wurde. Da gibt es so einige Spiele, die das nicht zumindest von Anfang an drin hatten. Sehr, sehr praktisch. Okay. Ihr seht, wir können einiges machen. Das ist relativ aufwendig. Holzlager und Kornspeicher, auch wenn es sehr, sehr effektiv wäre. Für uns in diesem Falle. Wir könnten natürlich mal eine Einheit bauen. Aber ich bin sehr verlockt, jetzt mal ein Haus der Astronomie zu bauen. 5 Runden, um jetzt hier unseren Bonus hier mal auszunutzen. Also hier würden wir nur plus 1, plus 3 erhalten. Hier würden wir plus 3 erhalten. Na, da oben will ich, glaube ich, noch Produktion machen. Das scheint mir hier der beste Platz zu sein. Für ein derartiges Gebäude, ja. Lass uns auf diese Weise ein bisschen mehr Forschung machen. Wir können, glaube ich, auch nur eins im Territorium bauen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Starten wir damit. Wir lassen den mal hier im Industriebereich stehen. Und wenn wir das gebaut haben, dann müssten wir langsam mal anfangen, hier Bevölkerung auch in Wissenschaft zu bringen. Denn dann bringt das auch noch mit Nahrung und mehr Wissenschaft. Gut, die Entscheidung haben wir getroffen. Jetzt geht es um die nächste Technologie. Und Tierhaltung 2 Runden ist wirklich schnell gemacht. Ist die Voraussetzung für das nächste. Aber vielleicht gucken wir noch mal. Steinverarbeitung, Zwangsarbeit. Ist für uns jetzt nicht unbedingt nötig. Bewässerung ist interessant. Plus 2 Nahrung auf Fluss. Wir haben viele Flüsse. Brunnen ist auch wichtig wegen Stabilität. Das wird noch ein Thema werden. Wisst ihr was, solange wir die Pferde nicht angeschlossen haben und das technologisch nicht benötigen, werde ich das mal nicht machen. Kann ich das wieder abwählen? Ja. Gehen wir mal auf Bewässerung. 10 Runden. Relativ lange Zeit. Bronzeverarbeitung ist natürlich auch wichtig, weil wir dann an Kupfer kommen und unsere Spezialeinheit haben können. Aber wir starten mal mit Bewässerung, um unser Wachstum noch weiter nach vorne zu bringen. Gut, wir können die Runde beenden. Da entsteht die Baustelle. Wir wissen nicht, wo diese Typen jetzt hingezogen sind, aber noch haben sie kein Territorium etabliert, wenn ich das richtig sehe. Gut, was können wir mit denen jetzt anfangen? Wir können im Prinzip hier noch weiter an der Küste laufen und dann entweder nach Babylon zurück oder die Stadt, die dort neu entstehen wird, mit unterstützen. Wahrscheinlich ist Letzteres das Beste. Wir können natürlich, ja, ich glaube, jetzt nochmal mehr Außenposten ist schwierig. Nee, wir bewegen uns hier erstmal weiter und wollen, das war glaube ich der Ort, wo wir den Außenposten etablieren wollten. Kostet uns 20, ja. 6, 12, ja genau, das war der Ort. Dann starten wir damit und können die Zuflucht hinterher plündern. 3 Runden dauert das dort und ich glaube, wir haben das gerade rechtzeitig gemacht, denn wir sehen hier, die
Oh, warte mal, es sind noch andere. Minua sind jetzt aufgetaucht. Das wird ja immer netter hier. Sind uns gleichgültig gegenüber. Ich hoffe, das schreckt sie jetzt ab, wo wir das jetzt hier für uns reklamiert haben. Wird Zeit, dass wir hier hinkommen. Aber erstmal gehen wir zum Lagerplatz, den wir plündern. Und wir bekommen 22 Gold. Ja, sollten wir jetzt hier bleiben, um das Ganze zu verteidigen? Mal schauen, was sie machen. Wir gehen mal weiter hier den Fluss entlang. Da ist ein Bär. Der Bär greift, glaube ich... Ist der aggressiv? Ich glaube, es könnte sein, dass der aggressiv ist und uns von sich aus angreift. Bin ich ganz sicher. Sehen wir das hier? Nahkampfeinheit, die in der Schlacht willkürlich agiert. Weiß ich nicht genau. Wir sollten uns... Wir können uns nicht mehr verpieseln, weil wir in der Kontrollzone sind. Uiuiuiui. Das könnte jetzt echt passieren, dass wir... Dass diese Speer jetzt draufgehen. Wegen eines Bärenangriffes. Das ist echt möglich, Leute. Aber doch, tatsächlich. 12-11. Oh, das wird sehr, sehr knapp. Wir versuchen uns, so gut es geht, zu erwehren. Natürlich machen wir in diesem Falle eine manuelle Schlacht. Bewegen uns. Halt, auf dem Fluss zu stehen ist doof. Aber da stehen wir auch auf dem Fluss. Wir haben ja hier nur Flussposition. Das ist ja richtig dämlich. Also, was ist... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist jetzt... Andererseits, wenn wir hier oben stehen, muss der Bär auch auf dem Fluss. Insofern haben wir beide den gleichen Malus. Und dann ist... Der Höhenvorteil auf unserer Seite. Hier steht jetzt erhöhte Kampfkraft. Achso, Wald. Naja, gut. Fernkampf ist nicht das Thema. Wir versuchen es mal. Ich denke, er muss auch auf dem Fluss stehen. Und wir profitieren davon. So, er greift an. Oh mein Gott. Wir haben doch keine Chance gegen den. Können wir uns... Warte mal, wir hätten uns doch zurückziehen können, ne? Das war dämlich von mir. Wir hätten uns doch zurückziehen können. Bewegen? Kann ich mich jetzt noch zurückziehen? Ich glaube, ich hätte mich vor dem Kampf zurückziehen können. Habe ich nicht darauf geachtet. Na gut. Verteidigen. Aber das wird nichts, Leute. Der Kampf ist nicht zu gewinnen. Können wir uns dahin noch zurückziehen? Ja, dann steht der Gegner auf dem Fluss. Vielleicht hilft das noch. Minus 10. Oh ja, schaut mal, das hat geholfen. Mehr kommen wir jetzt nicht zurück. Das Einzige, was wir machen können, wir können auch noch verteidigen. Ta! Es ist ein Patt, aber beide Einheiten sind gestorben. Oh mein Gott, was für ein epischer Kampf. Jägergruppe und Bär. Tot. Nun gut. Also, das war's mit der Erkundung der südlichen Gefilde. Tragisch. Das hätte man besser machen können. Erstens, man hätte, glaube ich, fliehen können. Zweitens, ja, im Kampf selbst weiß ich nicht, ob man es besser hätte machen können. War schwierig. Naja. Okay, ich hoffe, unser Volk wird diesen Schicksalsschlag überleben. So, dort war die Plünderung erfolgreich. Okay. Der Außenposten ist Wanda in zwei Runden. Scheinbar kümmern sich die Minoa jetzt nicht mehr darum. Das heißt, wir können diese Zuflucht plündern. Zumindest in der nächsten Runde. Oder geht das schon jetzt? Ne, es geht schon jetzt. Sehr gut. So, hier oben haben wir geplündert. Und jetzt ist die Frage, auch wenn der Außenposten noch nicht gebaut ist, können wir trotzdem schon hier die geplante Stadt machen? Das kostet 80. Nee, können wir noch nicht. Da müssen wir erstmal abwarten. Wir gehen mal erstmal rein in das Gebiet. Ja, müssen sowieso erstmal auf dem Fluss. Dann können wir noch ein, zwei Runden warten und dann geht das. Kann das losgehen. Mammut greifen wir nicht an, auf keinen Fall. Und hier hinten, ja, hier gibt es vielleicht hier und da noch was zu erkunden.
Gehen wir einfach mal hier weiter an der Küste, dass wir vielleicht noch ein bisschen von dem Meer sehen. Das ist auch okay. Runde kann beendet werden. Wie lange brauchen wir da noch? 2 Runden. Gut. Okay. Die Plünderung war erfolgreich. Das heißt, wir können hier auch weiter. Ja, dann müsst ihr leider den Job übernehmen und hier an der Küste weiterziehen. Oh, tatsächlich, es geht sogar an der Küste entlang. Wir müssen gar nicht durchs Landesinnere. Und da haben wir sogar noch was Besonderes, was wir finden, aber erst in der nächsten Runde. Okay. Hier warten wir noch bis nächste Runde, bis der Außenposten da ist. Dann wird es günstig. Aber wir können uns schon mal einen guten Ort suchen für diesen Außenposten. Ich frage mich, warum zeigt er mir immer anderswo gelegene Punkte an und nicht in dem Territorium, in dem ich mich befinde, weil das offenbar mit Abstand besser da hinten ist, ne? So toll ist dieses Gebiet gar nicht, wie ich dachte. Ich wollte eigentlich hier irgendwie hingehen. 13,8, 14,5. 13,8 gefällt mir aber ganz gut eigentlich. 11,11 ist auch spannend. Hier zwischen den Bergen. Das könnten wir dann im Süden direkt angliedern und dann können wir da weitergehen. Expansiv. Allerdings 13,8 ist fürs Wachstum besser. Da wir hier sowieso Produktionspunkte bekommen, denke ich, ich bleibe mal dort. 15,4 gefällt mir nicht besser. Nee, wir machen das mal so. Wir gehen hier hin. Also da. Da wird der nächste Außenposten gegründet, aber noch nicht für 80. Erst in der nächsten Runde, deswegen nehmen wir das nochmal zurück. Und marschieren erstmal nur einfach so dahin. Und warten dann. Überspringen die aktuelle Runde. So, wir sind hier unten, wo scheinbar erstmal nichts passiert. Ach, schaut mal, wir können... Nee, doch nicht möglich. Ich dachte, wir könnten schon... einschiffen, das ist aber nicht der Fall. So, hier haben wir nichts entdeckt, aber irgendein Ereignis findet hier noch statt. Schicksal der freien Städte. Seit jeher unterteilt sich die Welt in Herrscher und Beherrschte, in weitläufige große Reiche und stolze unabhängige Städte. Bei eurem Kampf gegen andere Reiche solltet ihr die Rolle dieser freien Städte nicht unterschätzen. Haben wir denn jetzt irgendwo eine freie Stadt gefunden? Wartet mal. Ah, hier. Da haben sie sich niedergelassen. Dur-Kurigalzu. Das sind die Kassiten, die sich jetzt hier befinden. Damit befassen wir uns gleich. Wir gucken uns nochmal das Event an. Wir können eine Verordnung vollziehen. Okay, Söldnerherr oder unterworfene Völker. Also, wenn wir das machen, minus 50% auf Armee anheuern Kosten oder minus 50% auf Unterwerfen Kosten. Das geht in Richtung Welt und das geht in Richtung Heimatland. Heimatland bringt Kampfkraft, Welt bringt Nahrung. Das ist eine schwierige Frage. Ob ich die 28 jetzt ausgeben will, muss ich mir auch nochmal überlegen. Wir schauen uns kurz mal unsere Möglichkeiten hier an. Also, sie sind im Moment aggressiv. Die Armee dieser aggressiven Unabhängigen greifen sofort an. Das ist natürlich schlecht. Sehr schlecht sogar. So, wir können sie jetzt auf unsere Seite bringen. Je ähnlicher eure ideologischen Ausrichtung ist, desto mehr profitiert ihr von kultureller Nähe. Okay, hier haben wir eine gewisse Ähnlichkeit. Aber dennoch herrscht Misstrauen. Das reicht wohl noch nicht. Eure Bevölkerung misstrauen einander. Die Kosten aller positiven Aktionen, die diese Unabhängigen zum Ziel haben, werden erhöht. Ah, okay, alles klar. Wären wir hier näher beieinander, dann wären wir zum Beispiel im Toleranzbereich und dann wären diese Kosten hier günstiger. Ich würde gerne eigentlich gute Beziehungen zu ihnen pflegen. Loben können wir sie. Wir können sie
stechen. Dadurch wächst dann das an hier. Von gleichgültig zum Beispiel in Richtung tolerant. Und wenn wir das erreicht haben, dann greifen sie uns nicht mehr an. Das ist ja eine gute Sache. Das ist ja eine sehr gute Sache. Das bringt mich doch nochmal dazu, hier mir diese Verordnung nochmal anzuschauen. Also Söldnerherr. Was heißt ganz genau unterwerfen? Das ist, glaube ich, der Endpunkt bei der Beziehung mit diesen. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Hier. Genau, ihr könnt diese Unabhängigen unterwerfen. Und Armeen können angeheuert werden bei Abtolerant. Ja, spannend. Also, wenn wir in die eine Richtung gehen, dann ist das Anheuern von Armeen billiger. Wenn wir in die andere Richtung gehen, das ist am Ende vermutlich einflussmäßig das Unterwerfen günstiger. Ich würde sagen, wir gehen eher in die Unterwerfungsrichtung, brauchen das aber jetzt noch nicht, nutzen aber... Ich glaube, unser Geld, wir bestechen sie. Bekommen hier 2 pro Runde. In 5 Runden wären wir zumindest im Toleranzbereich. Wir könnten noch einmal 40 ausgeben und sie loben, um das noch schneller hinzubekommen. Ich würde sagen, wollen wir das machen? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was die anderen Sachen kosten. Aber wir kriegen plus 20 pro Runde, das können wir uns leisten. Wir machen das mal so. Jetzt ist plus 4 pro Runde, um das voranzutreiben. Okay. Ja, finde ich in Ordnung. So. Jetzt ist der Außenposten da. Das ist gut. Das heißt, jetzt ist der Moment gekommen. Und was kommt hier schon an? Das sind Arkader. Gott, was gibt es denn hier alles für Unabhängige? Ja, mit manchen müssen wir vielleicht auch kriegerisch umgehen. Gut. Jetzt ist aber erstmal hier, wollen wir dieses Gebiet beanspruchen. 13, 8. Ah, das kostet trotzdem 80. Okay, weil das noch nicht angeconnected ist. Das will ich aber auch hier nicht mit verbinden. Das will ich auf diese Stadt verbinden. Das heißt, wir müssen die 80 ausgeben. Dauert auch 4 Runden. Ist dann halt so. Und dann will ich hier die Stadt gründen. Ja, so machen wir das. Okay, hier unten haben wir die Kuriosität gesammelt. Da ist noch ein Bau, das ist gut. Da kam vermutlich der Bär her. Das ist jetzt unsere Rache, diese Plünderung. Und hier hinten will ich hier mal... Ah, okay, der... Das Mammut versperrt den Weg. Aber wisst ihr was, dann gucke ich da nicht. Let's go. Dann gucken wir von hier aufs Meer. So weit, so gut. Dann können wir diese Runde ebenso beenden. Irgendjemand hat heiliger Boden erreicht. I don't mean to be pushy. Oh, jetzt wollte und sollte uns was gesagt werden. Aha, baut eine heilige Stätte. Ist das Ziel gewesen. So, plündern war erfolgreich hier unten. Und was war noch? Genau, heiliger Boden. Okay. Hier, ah, schaut mal. Hier ist dieses wunderbare Gebäude gebaut worden, das uns jetzt ordentlich Forschung geben sollte. 13,6 bekommen wir im Moment. Und jetzt müssen wir mal hier gucken, wie wir das neu verteilen. Wir bekommen jetzt 7 Forschung hier. Ich würde sagen, es ist jetzt mal der Moment gekommen, wo wir eine Bevölkerung hier mal als Forscher arbeiten lassen. Dadurch wachsen wir nicht so schnell, aber plus 7 Wissenschaft ist schon eine Hausnummer. So, und ist jetzt der Moment gekommen für Kunsthandwerk? Also zum Beispiel für Porzellan. Bringt Geld. Geld ist im Moment nicht unser Thema. Das bringt Industrie 2%. Ist 2%, ja, lohnt sich das wirklich? Das ist sehr, sehr wenig, 2%. Das machen wir jetzt auch noch nicht. Wir machen lieber was, was uns mehr Prozente gibt. In 2 Runden haben wir die Bewässerung. Vielleicht ist es tatsächlich mal an der Zeit, dass wir eine Einheit bauen. Einfach um
ein bisschen Sicherheit zu erhalten in der Hauptstadt, kostet uns natürlich eine Bevölkerung. Aber ich würde sagen, wir machen das. Wir bauen mal einen Bogenschützen. Ja. Den könnten wir auch mit Gold bezahlen, habt ihr vielleicht gesehen. So. Come over here. Ah, wir sind wieder auf dem Fluss. Hier ist der Außenposten gegründet. Das dauert jetzt eine Zeit. Wir Off we gehen go. und gucken uns das dort an. Und finden auch hier nochmal einen alten Schatz. So, und jetzt können wir überlegen. Also, wie viele... Oh, was haben wir denn hier? Aha, jetzt haben wir hier eine Grenze, wenn ich das richtig sehe. Jabbar ist auf jeden Fall, das ist tatsächlich irgendjemand anderes, den wir noch nicht kennengelernt haben, aber hier ist jemand. Gut. Also, wie viele Erkunder, wie viele Speer haben wir jetzt? Ein dort, ein dort. Was ist hier? Da sind die Minoer. Okay, alles klar, aber ist das ein Außenposten? Was ist das hier? Ich glaube, da haben die was gegründet, ne? Ah, schaut mal. Da haben sie einen Außenposten gegründet und der entwickelt sich jetzt zur Stadt. Und die sind sogar massiv misstrauisch. Wisst ihr was? Ich glaube, die Minoer werden anders als unsere Freunde, die Kassiten, etwas aggressiver von uns behandelt werden. Ich glaube, da wird es zu ersten Kämpfen kommen. Die Frage ist, der Bogenschütze wird dafür vermutlich nicht reichen. Da brauchen wir dann noch eine Einheit. Aber vielleicht können wir die von den Kassiten uns mieten. Wir sind ja hier bald über 10 und können sie dann als Söldner anheuern. Das wäre vielleicht auch ein Weg. Die einen gegen die anderen ausspielen, das gefällt mir. Okay, aber hier war immer noch die Frage, was wir mit denen machen. Ich denke, zwei Speer reichen jetzt. Der eine wird dann diesen Bereich weiter erkunden, hier Kontakt mit denen aufnehmen, der andere hier unten. Das heißt, den werden wir tendenziell dazu nutzen, um, ja, um dort Bevölkerung wieder zu erzeugen, sie zurück in die Stadt zu Over this führen. way. Wir bringen ihn erstmal hier oben rauf. Okay. Beenden wir noch mal die Runde und gucken, ob noch irgendwas Spannendes passiert. Ah ja, hier ist es jetzt geschehen. Die Minoer haben Phaistos gegründet. Ja, wir können nicht überall in gute Beziehungen investieren. Aber hier, tatsächlich, hier haben wir also die Toleranz erreicht. Sehr, sehr schön. Und jetzt ist bloß die Frage, wie kriegen wir von denen jetzt Söldner? Ich glaube, Söldner, ich glaube, wir müssen Einheiten von denen erst treffen, ne? Die wir dann quasi anklicken und als Söldner engagieren können, weil hier sehe ich es im Moment nicht, dass das möglich wäre. Bei Ressourcen und Handel taucht nichts auf. Auf jeden Fall greifen sie uns nicht mehr an. Das ist doch schon mal schön. Gut. Und mit diesem schönen Ergebnis beende ich erstmal diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Vermutlich mit der zweiten Stadtgründung, dem Anschluss dieses Bereiches an diese neue Stadt und dann ein bisschen Aufrüstung, um hier mit den Minoern klarzukommen und weiteren Erkundungen in Richtung Osten, um unsere Nachbarn kennenzulernen. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinballen.